Sie ist Sachbuchautorin, Essayistin und beschäftigt sich ganz stark mit den Themen Technik und Recht. Es freut mich, Professor Yvonne Hofstetter jetzt bei einer neuen Ausgabe von Get Your Expert begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen. Einige unserer Zuseher kennen Sie bestimmt. Ich möchte Sie trotzdem gerne vorstellen. Sie haben Jura studiert, sind Juristin, aber haben sich auch den Themen Technik und Philosophie angenommen. Wie passt das zusammen? Das ist ganz einfach. Ich bin eben nicht nur Professorin und nicht nur Juristin, sondern seit 1999 in der IT-Branche tätig und seitdem befasst mit künstlicher Intelligenz in allen möglichen Schattierungen, also seit 1999 im Technikgeschäft, wenn Sie so wollen. Und da lag es nahe, diese beiden Dinge, das, was man mal gelernt und studiert hat, zu verbinden mit dem, was man aktuell tut. Und um Sie zu ergänzen, ich bin CEO meines vierten Startups, ja. 21 Strategies, das eben künstliche Intelligenz für die Industrie anbietet. Künstliche Intelligenz der nächsten Generation, sagen wir dazu, also KI, die nicht klassische KI ist, sondern die Entscheidungen trifft und damit der Kern für komplette technische Autonomie ist. Zu 21 Strategies und vor allem zur KI kommen wir auch noch in einem gesonderten Interview. Was würden Sie sagen, was sind so die Meilensteine Ihres Lebens gewesen? Ja, zunächst mal nach dem Studium 1999 in einem ersten Start-up zu beginnen, das ich mit begleitet habe, das dann verkauft worden ist in die USA. Dort habe ich dann einige Jahre gearbeitet, eigentlich bis nach kurz der Finanzkrise. Die Finanzkrise hat den USA-Tätigkeiten dann zunächst einmal ein Ende gesetzt. Dann habe ich das, was ich gelernt und erarbeitet habe, in Büchern niedergeschrieben. Das war mir dann ein Anliegen, hat sich auch insofern ergeben, als ich Herrn Schiermacher, den verstorbenen Chefredakteur, Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kennengelernt habe, der mich mal interviewt hat und sagte, ja, Sie kennen die Systeme, die uns steuern, schreiben Sie doch ein Buch. Und in ganzem Vertrauen und auch in einer gewissen Naivität habe ich mich darauf verlassen, dass er mich richtig berät. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mein erstes Buch geschrieben, das ich eigentlich ihm gewidmet habe, aber das er an sich nicht mehr hat lesen können, weil er tatsächlich eben bei Erscheinen des Buches verstorben ist. Diese Jahre, die dann gefolgt, die dem gefolgt sind, die waren sehr hektisch. Die waren sehr geprägt von sehr vielen Interviews, vielen Fernsehauftritten, weiteren Büchern, die bis 2019 gefolgt sind, bis ich dann eben in 2019, 2020 die Gründung von 21 Strategies vorbereitet habe. Und das ist jetzt natürlich mein Hauptaugenmerk. Ein Buch zu schreiben ist wie eine Geburt. Es steckt ganz, ganz viel Arbeit dahinter. Sie haben nicht nur eines geschrieben, Sie haben viele geschrieben. Woher kommt da die Inspiration, der Antrieb? Weil es ist ja trotzdem auch ein bisschen ein Stück Knochenarbeit. Es ist ein Stück Knochenarbeit, aber der Antrieb kommt natürlich aus dem täglichen Geschäft, aus dem Tagesgeschäft und aus hauptsächlich der Diskussion mit den Mitarbeitern, mit meinen Kollegen, mit meinen Mitgründern, die mich jetzt schon lange Jahre begleiten. Also ich arbeite mit meinem Team, wie es jetzt besteht, schon seit etwa 10, 12 Jahren zusammen. Und wir diskutieren tatsächlich auch philosophisch, wir diskutieren sehr stark politisch und dann werden eben diese Überlegungen niedergeschrieben und verfasst und so entsteht dann langsam ein Buch. 21 Strategies, ein Unternehmen, das auch auf Erfolgskurs ist, so wie alles bei Ihnen, kann man fast sagen, wo soll da die Reise hingehen? Das hängt jetzt stark auch von den politischen Gegebenheiten im Land ab, durchaus auch von der Wahl. Es ist ein klassisches Start-up. Start-ups sind nicht neue Unternehmen in dem Sinne, wie es vielleicht der Laie versteht, sondern Start-ups sind Unternehmen, die auf Wachstum angewiesen sind und angelegt sind. Tatsächlich soll die Reise eben dahin gehen, dass wir unsere Vision durchsetzen. Die Vision geht dahin zu verändern, wie Menschen taktische und strategische Entscheidungen treffen, nämlich mit Hilfe von Maschinen. Hier geht es tatsächlich eben auch um die Zusammenarbeit Mensch-Maschine, um das Verhältnis, wie diese beiden zueinander stehen. Denn Maschinen, das legen jetzt schon einige Erfahrungen nahe, können in Sondersituationen bessere Entscheidungen treffen als Menschen. Das spielt ja zum Beispiel auch eine Rolle fürs autonome Autofahren, also das komplett autonome Autofahren. Da können Maschinen eben eingreifen und Menschen unterstützen. Und hier geht die Vision eben dahin, dass Menschen tatsächlich sehr stark unterstützt werden von Maschinen beziehungsweise Maschinenentscheidungen autonom, selbstständig, ohne den Menschen treffen können. Und die Entscheidungen, die dabei herauskommen sollten, besser sein als das, was wir Menschen alleine hinbekommen. Mit allen Pro und Cons, aber dazu werden Richtig. Wir sprechen. Eine Abschlussfrage. Sie beschäftigen sich mit künstlicher Intelligenz seit 1999. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Was fasziniert Sie an dieser Thematik? Mich fasziniert die Art und Weise, wie diese Menschen im operativen
arbeiten, Entschuldigung, wie die Maschinen im Operativen arbeiten. Es ist nämlich relativ schwierig, diese Maschinen aus, sag mal, dem Testbett, aus einer geschützten Umgebung hinaus zu überführen in das, in Anführungsstrichen, echte Leben. Das ist eine durchaus, ja, eine Herausforderung. Aber wenn sie sich eben dort bewegen, dann nehmen sie fast ein Stück weit den Charakter von einem Haustier an. Und viele Menschen haben mich oft darauf angesprochen, weil sie gesagt haben, du behandelst deine Maschinen wie Haustiere, gibst ihnen auch Namen und du beobachtest sie mit derselben Faszination. Und diese Faszination, die hat in 20 Jahren nicht nachgelassen. Und was ich jetzt eben spannend finde, ist, dass das Ganze zum Mainstream wird und andere Menschen eben auch sehen, wie faszinierend es ist, mit Maschinen zusammenzuarbeiten, die sich so verhalten, wie man es unter Umständen nicht erwarten würde, aber dann letztlich mit einer Entscheidung, die sie treffen, auf die lange Sicht besser liegen und zu besseren Ergebnissen kommen als wir Menschen. Ihre Augen strahlen. Ich freue mich auf ein nächstes Interview zum Thema künstliche Intelligenz. Ich sage an dieser Stelle mal danke für das Interview. Und wenn Sie mehr zum Thema KI wissen möchten, dann schalten Sie wieder ein bei einer neuen Ausgabe von Get Your Expert mit Professor Yvonne Hofstetter.